Heute sprechen wir darüber, warum du kein Traumabitur brauchst. Willkommen zurück, Abiturläden. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und heute mal mit einem Video, wo sich jeder denkt, warum macht Leo denn dazu ein Video? Ganz einfach, weil es mir sehr, sehr wichtig ist, dass ihr euch auch dem bewusst seid. Und zwar sprechen wir auf diesem Kanal ja die ganze Zeit darüber, wie erreiche ich mein Traumabiturschnitt, wie erreiche ich mein Traumabiturschnitt, wie erreiche ich mein Traumabiturschnitt. Ich als euer Abiturcoach helfe euch die ganze Zeit dabei, wie ihr euren Traumabiturschnitt erreicht. Und jetzt kommt auf einmal ein Video, warum du gar keinen Traumabiturschnitt brauchst. Dann denkst du natürlich erstmal, Moment mal, wurde ich die ganze Zeit verarscht? Nein, du wurdest nicht verarscht, sondern es geht mir mit diesem Video auch nicht darum zu sagen, dass Abitur auf einmal nichts mehr wert wäre oder nicht wichtig wäre. Mir geht es einfach nur darum, dass du klar verstehst, dass du kein Traumabitur machen musst. Du musst kein Traumabitur machen. Es gibt super viele Menschen, die erfolgreich und glücklich sind, ohne gutes Abitur. Teilweise sogar komplett ohne Abitur. Und mir ist es einfach deswegen wichtig, dass ihr das versteht, weil ich ganz, ganz oft merke, dass wir über so Dinge wie Abitur, Studium und all die weiteren Dinge gar nicht mehr nachdenken. Da ist einfach in der Gesellschaft so krass verankert, dass man sein Abitur macht. Es gibt fast niemanden, der, wenn, klar, es gibt Leute, die gehen halt auf Realschule, Mittelschule oder was auch immer, die machen dann vielleicht kein Abitur. Aber wenn du mal auf dem Gymnasium bist, ist es vollkommen logisch eigentlich für dich, dass du auch dein Abitur machst. Also wenn du nach der 10 sagst, oh nee, mittlere Reife, so, zumindest ist es in Bayern so, dass wenn du 10 Klasse gemacht hast, dann die mittlere Reife hast, glaube ich zumindest, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, dann ist es natürlich vollkommen logisch, dass du, dann ist eigentlich vollkommen logisch, dass du auch das Abitur machst. Und wenn du dann sagst, oh nee, mittlere Reife reicht mir, dann wirst du in der Regel ziemlich komisch angeschaut. Und genauso, oh, ich habe das Abitur gemacht, jetzt muss ich aber auch studieren. Ja, ich meine, allein eine Ausbildung wird ja mittlerweile so, also im Vergleich so schlecht gesehen, das ist echt crazy. Aber mir geht es ganz speziell um den Traumabiturschnitt, weil ich zum Beispiel selbst habe in 11.2, also in der zweiten Hälfte der 11. Klasse, also meiner ersten, meines ersten Oberstufenjahres, ich war der Meinung, dass Schule sinnlos ist. Ich war eigentlich kurz davor, eigentlich das Abi nicht fertig zu machen. Weil für mich einfach klar war, ich will Unternehmer werden und ich brauche mein Abi eh nicht dafür. Und das ist einfach schon das erste beste Beispiel. Wenn du beispielsweise selbstständig werden möchtest, wenn du Unternehmer werden möchtest, wenn du eigentlich so ein Projekt, eine App, ein Startup, was auch immer aufbauen willst, dann ist das Abitur dafür im Prinzip nahezu vollkommen scheißegal. Natürlich kannst du innerhalb deine Oberstufenjahre, die die Eigenschaften, so habe ich es genauso auch gemacht, die Eigenschaften aneignen, die du brauchst, um dann später eben selbstorganisiert zu sein, diszipliniert zu sein, mit Druck umzugehen, all solche Sachen, was natürlich auch im Unternehmertum sau wichtig ist, natürlich. Aber es ist keine Grundvoraussetzung, wie beispielsweise, wenn du Medizin oder Psychologie studieren willst. Jetzt ist aber bei mir zum Beispiel so, ich habe mir in 11.2 gedacht, Schule ist vollkommen sinnlos, lass mal es nicht fertig machen, weil brauche ich ja eh nicht. Jetzt bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich mein Abi auch sehr gut durchgezogen habe, weil ich jetzt eben Psychologie studieren kann. Dann aber auch zum Beispiel in Bezug auf Psychologie beispielsweise an der Fernuni Hagen, also ich mache es per Fernstudium, weil ich es einfach tausendmal geiler finde, da zum Beispiel brauchst du keinen NC für das Psychologiestudium. Das heißt zum Beispiel auch da wieder, Leute, bevor ihr anfangt und euch 2 Jahre lang so vollkommen da reinbeißen, dieses Fuck, ich muss es schaffen, ich muss es schaffen, ich muss es schaffen, ich muss es schaffen. Bitte, 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 guckt euch ernsthaft an, was wollt ihr studieren oder was wollt ihr überhaupt machen oder was, welche Ausbildung und was sind die ganz konkreten Kriterien dafür. So viele schreiben mir, Leo, ich wünschte, ich könnte auch Psychologie studieren, wie, aber ich schaffe leider nicht so einen Schnitt wie 1,4 und jetzt, ich werde das nie schaffen und da sag ich, ey, schon mal drüber nachgedacht, das an der Fernuni zu machen, da brauchst du gar nicht die 1,4. Da kannst du auch mit 2,7, da kannst du auch mit 3,9, ich glaube, du kannst sogar, oder irgendwelchen besonderen Regularien, kannst du sogar komplett ohne Abitur dort anfangen, Psychologie zu studieren. Machst natürlich da nicht leicht, weil es geht ja dann sofort los mit Statistik und so weiter, aber es geht. Deswegen bitte findet das heraus. Genauso auch, es gibt so viele andere Projekte. Du musst in deinem Leben ja noch nicht mal Geld verdienen. Versteht ihr das? Dass es zum Beispiel auch total legit ist, zu sagen, ich gehe einfach nach Afrika und unterstütze einfach nur soziale Projekte und mache es mein ganzes Leben lang und dadurch bin ich happy. Versteht ihr das? Es geht nicht darum. Mir ist es so wichtig. Es geht niemals im Leben um irgendeine verschissene Zahl. Weder dein Traumabiturschnitt, noch wie viele Studiengänge, Abzeichen, Ausbildungen, whatever gemacht hast, noch dein verdammter Kontostand. Es geht um diese Sachen nicht. Wenn du sagst, du willst Psychologie studieren und du willst es auch nicht perfekt studieren, sondern an der genau einen Uni und da braucht man halt 1,3, dann klemm dich rein und dann lass dich auch von diesem Video nicht
irgendwie einschätzen, oh shit, mache ich was falsch und so. Nein, dann musst du Gas geben. Deswegen ist mir ist mit dem Video so wichtig, dass diejenigen, die den Schnitt eigentlich gar nicht brauchen, sich nicht so einen Stress machen und diejenigen, die den Schnitt brauchen, sich bewusst denken, fuck ja, ich will das wirklich und deswegen ziehe ich das auch durch. Aber werd du dir selbst klar, was du wirklich willst. Deswegen kann es zum Beispiel auch super wertvoll sein, zu sagen, ey, ich will das wirklich. Was will ich denn langfristig überhaupt? Und dann zu sagen, okay, deswegen will ich den Traumabiturschnitt auch wirklich. Auf der anderen Seite muss ich aber auch noch ein bisschen gegenlenken, weil nur weil du jetzt gerade denkst, ich werde diesen Traumabiturschnitt niemals brauchen, heißt das nicht, dass du ihn auch niemals brauchen wirst. Ich war mir in der 11. Ich kann es nicht sagen, wie sicher ich war, dass ich ihn niemals brauchen werden würde. Dann brauche ich ihn erstmal schon mal für mein Psychologiestudium. Und ich könnte natürlich auch nicht euer Abiturcoach sein, wenn ich ihn Abitur selbst gemacht hätte. Deswegen, ich bin so krass dankbar dafür, dass ich es dann schlussendlich doch durchgezogen habe. Aber auch da, deswegen da auch wieder, nehmt das Video jetzt auch nicht als ein, oh, Leo hat gesagt, man braucht das ja eigentlich gar nicht so, jetzt chill ich mal lieber. Du kannst dich auch chillen so. Das ist vollkommen deine Sache. Aber die Wahrscheinlichkeit ist auf der anderen Seite auch wieder sehr hoch, dass du dein Abitur noch brauchen wirst und dass du eventuell auch sehr froh darüber sein wirst, wenn es ein sehr gutes geworden ist. Zum Beispiel, ich habe mal zum Spaß nachgeschaut, was die Regularien sind, um Mönch zu werden, weil ich irgendwann in ein paar Jahren mal richtig lange einfach so meditieren will und noch tiefer in mich selbst reingehen will und was weiß ich alles. Und ich glaube, ich habe das nur ganz kurz gegoogelt, das heißt, es ist absolut keine fundierte Information hier. Aber ich habe das als allererste Sache mal gelesen, dass du in Bayern, wo ich halt herkomme, in Bayern, um Mönch zu werden, brauchst du ein Abitur. Frag mich bitte nicht, warum, ich habe das nicht näher nachgeschaut, aber da steht es einfach. Und ich glaube, dass es viele Dinge gibt, wo ein Abitur einfach doch wichtig ist, obwohl man sich es gar nicht denkt. Deswegen, meine allerwichtigste Sache, überlegt euch konkret, warum wollt ihr euren Traumabiturschnitt? Und weil es jeder machen, weil meine Eltern das sagen oder, habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, zählt nicht. Ganz konkret, warum willst du dein Traumabitur? Und wenn das nur ist, ich will das einfach später nicht bereuen oder ich wüsste eh nicht, was ich jetzt in jungen Jahren machen soll, dann mache ich lieber das. Das ist von mir aus okay. Aber sei dir klar, warum du es machen möchtest und sei dir auch bewusst, dass du nicht machen musst. Weil das jetzt der entscheidende abschließende Hack noch. In dem Moment, in dem du dir klar bist, dass du dieses verdammte Abitur und eventuell sogar mit Traumabitur, also wirklich mit Ambitionen dahinter, dass du es freiwillig machst, fällt auf einmal so viel mehr Druck weg und es wird dir so viel mehr Spaß machen. Und das ist mir ein Herzensangelegenheit, weil es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, weil ich, das ist so eine Sache, die als so krass Unterschied zwischen mir und meinen anderen ehemaligen Mitschülern damals immer wieder festgestellt habe, ich war extrem gut, aber ich hatte immer Spaß daran. Ich hatte immer Spaß dran. Und es tut mir wirklich leid, aber ich muss wirklich sagen, ich merke bei vielen Nachrichten von euch, Leute, ihr habt keinen Spaß. Ihr habt einfach keinen Spaß daran. Und da könnte ich fast wirklich weinen, weil ich mir denke, scheiße. Das ist einfach 2 Jahre eures Lebens. Und das ist eine Lebensphase, die ist so verdammt kostbar. Und ich hab sowas von keinen Bock, dass ihr von euch selbst aus, von euren Eltern aus oder eventuell sogar von mir aus durch die Videos euch noch mehr eine Sache reinstresst. Ich schwöre es euch, wenn ihr Spaß daran habt, gut zu werden, wenn ihr die richtigen Methoden lernt, wenn ihr an euch glaubt und wenn ihr dann auch konstant bleibt und Stück für Stück die richtigen Resultate erzielt, dann werdet ihr Spaß haben. Ihr werdet Spaß haben. Aber ihr müsst dafür euch selbst, eure Identität und euer Mindset verändern. Ihr müsst euch selbst verändern. Ansonsten werdet ihr übrigens nicht nur in der Oberstufe, sondern euer ganzes Leben lang. Ihr werdet euch selbst oder durch andere unter Druck setzen, Leistung zu bringen, um im Prinzip Liebe zurückzubekommen oder es anderen zu beweisen oder sich selbst gut zu fühlen. Und das will ich einfach nicht. Ich will, dass ich diese Sache aus Inspiration mache, aus Spaß, aus Freude, aus Lust, aus Selbstliebe, weil ihr wisst, dass ihr es euch selbst wert seid, später mal alle Möglichkeiten zu haben, um später mal euren Traumberuf ausführen zu können. Deswegen solltet ihr es machen. Deswegen bitte seid euch bewusst, ihr braucht es nicht. Aber es ist sehr gut, es zu haben. Seid es euch wert, es zu machen. Seid es euch wert, es sehr gut zu machen. Aber macht es bitte nicht, weil es euch unter Druck setzt und weil ihr es machen müsst, sondern weil ihr es wollt und weil ihr es wert seid. In diesem Sinne, denkt dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. My city's blessings I can't even see. Praying that I get to breathe.